Guten Abend und ein herzliches Willkommen allen Ihnen, die uns bei der Online-Übertragung dieses Abends zusehen, der wie viele andere Veranstaltungen dieser Tage ursprünglich als Vortragsabend in physischer Co-Präsenz geplant war. Ich enthalte mich an dieser Stelle eines wiederholten Kommentars zur für uns alle weiterhin komplizierten Situation, möchte aber gerne noch einmal unsere Hoffnung und wiederholt zum Ausdruck bringen, dass wir als Deutsches Studienzentrum in Venedig unseren kleinen Beitrag zur Kulturarbeit und zur Venedigforschung und nicht zuletzt zum interkulturellen Austausch leisten können. Diese Arbeiten dürfen trotz oder auch gerade in der Krise nicht nachlassen. Gemeinsam mit allen anderen Teilen der Gesellschaft erleben auch die Kulturschaffenden, die Künstler und Künstlerinnen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Zeit großer Herausforderungen. Und es gilt, die für die Gesellschaften so wichtige wissenschaftliche und künstlerische Kreativität nicht zu verlieren. Es sono davvero molto lieta di potervi presentare un carissimo e stimatissimo collega, Steffen Schneider di Graz. Buonasera a Graz, che appunto ho invitato già più di un anno fa per parlarci qui a Venezia su un tema di ricerca di cui si occupa in modo particolare, gli studi sul Mediterraneo. Grazie di cuore di aver accolto questo mio invito, caro Steffen. Si tratta di un argomento che sotto diversi aspetti ha importanti punti di contatto con il nostro tema generale dei ponti. Già il fatto che esista una geofilosofia del Mediterraneo apre una prospettiva in questa direzione, in quanto a uno spazio geografico viene attribuito un significato concettuale. Non è semplicemente un luogo o un ambiente, come anche il ponte può essere esaminato riguardo alle sue implicazioni e le sue semantiche che non sono identiche alle sue funzioni architettoniche o urbanistiche. E oltre al senso filosofico o concettuale dello spazio, il Mar Mediterraneo può essere concepito come un ponte, in quanto, per esempio, unisce e divide nello stesso tempo tutti i paesi che ha intorno a sé. Ma non voglio e non posso anticipare nulla di ciò che ci spiegherà tra poco il professor Schneider. Ich freue mich wirklich ganz besonders, Ihnen einen überaus geschätzten und lieben Kollegen ankündigen zu dürfen, Steffen Schneider aus Graz. Guten Abend nach Graz, den ich tatsächlich schon vor mehr als einem Jahr eingeladen habe, uns hier in Venedig über ein Forschungsthema zu sprechen, mit dem er sich in ganz eigener Weise beschäftigt, über die Mittelmeerstudien. Es handelt sich dabei um einen Gegenstand, der unter verschiedenen Aspekten zentrale Berührungspunkte zu unserem Thema der Brücken aufweist. Bereits die Tatsache, dass es eine Geophilosophie des Mittelmeers gibt, eröffnet eine Perspektive in diese Richtung, insofern einem geografischen Raum eine konzeptionelle Bedeutung zugewiesen wird. Das Meer ist also nicht lediglich Ort oder Landschaft. Ähnlich wie die Brücke hinsichtlich verschiedener Bedeutungen betrachtet werden kann, die nicht in ihren architektonischen oder urbanistischen Funktionen aufgehen. Zudem kann auch das Mittelmeer, um nur noch eines hinzuzufügen, ebenfalls als Brücke begriffen werden, insofern es wie die Brücke zugleich verbindet und trennt all die Länder, die es um sich herum versammelt. Aber ich möchte und kann nichts vorwegnehmen von dem, was uns gleich Professor Schneider darlegen wird. Permettetemi solo qualche brevissimo cenno sulla sua vita. Steffen Schneider ha studiato Germanistica e Romanistica a Colonia e Genova, ha svolto il dottorato di ricerca a Tubinga, dove ha ottenuto anche l'abilitazione. Tra i suoi vari riconoscimenti, borse di studio e altre onorificenze, vorrei nominare solo il prestigioso premio Elise Richter, conferitogli nel 2013 per il suo lavoro di abilitazione su Marsilio Ficino, Pierre de Ronsard e Giordano Bruno.
Dal 2017 è professore per la letteratura e la cultura italiana e francese. I suoi argomenti di ricerca sono tra l'altro il già nominato Mediterraneo e i rinascimenti al plurale italiani e francesi. Erlauben Sie mir zum Abschluss nur einige wenige Hinweise auf seine Vita. Steffen Schneider hat in Köln und Genua Germanistik und Romanistik studiert. Er wurde in Tübingen promoviert, wo er sich auch habilitiert hat. Unter den verschiedenen Auszeichnungen, die ihm zuteil wurden, Stipendien und anderen Ehrungen, sei hier neu der renommierte Elise-Richter-Preis des Deutschen Romanistenverbands erwähnt, der ihm 2013 für seine Habilitationsschrift über Marsilio Ficino, Pierre de Ronsard und Giordano Bruno verliehen wurde. Seit 2017 bekleidet er die Professur für romanische Literatur und Kulturwissenschaft an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Adesso non rubo altro tempo e cedo la parola a Steffen Schneider. Grazie per l'attenzione. Nun halte ich Sie aber nicht mehr vom Genuss des Zuhörens Steffen Schneider ab und bitte ihn um seinen Vortrag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Marita, ganz herzlichen Dank für diese freundliche Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist für mich eine große Freude, dass ich heute Abend an einem so traditionsreichen Ort wie dem Deutschen Studienzentrum über ein Thema sprechen darf, mit dem diese Stadt so eng verbunden ist. Und auch dafür danke ich Marita und dem Team des Deutschen Studienzentrums, dass sie mich eingeladen haben, hierüber heute zu sprechen. Ich meine den Gegenstand des Mittelmeeres, das ich heute Abend aus der Perspektive der Geophilosophie beleuchten werde. Meine Absicht ist es, heute Abend Ihnen in einem ersten Abschnitt das Konzept der Geophilosophie überhaupt vorzustellen. In einem zweiten Schritt werde ich bestehende Schriften zur Geophilosophie des Mittelmeeres einer Sichtung und Kritik unterziehen. Am Ende möchte ich dann noch einige knappe Überlegungen darüber anstellen, wie man das Denken des Mittelmeeres, also wie man diese Geophilosophie heute vielleicht aktualisieren könnte. Kommen wir also zum ersten Abschnitt der Geophilosophie. Es handelt sich dabei um ein Konzept, das in der akademischen Philosophie noch recht wenig verbreitet ist. Deshalb wird man noch kaum fündig, wenn man in renommierten wissenschaftlichen Nachschlagewerken zur Philosophie nach Definitionen des Begriffs sucht. Publikationen, die sich mit Geophilosophie beschäftigen, sind noch rar und sie finden sich am ehesten in der Forschung über Friedrich Nietzsche, über die französischen Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari, sowie auch mit dem deutschen Rechtsphilosophen Carl Schmitt. Diese Gruppen, Nietzsche, Deleuze und Guattari und Carl Schmitt, haben das geophilosophische Denken entscheidend geprägt und die Geophilosophien des Mittelmeers setzen sich dementsprechend auch mit diesen Denkern intensiv auseinander. In Italien dürfte die Geophilosophie einem größeren Publikum durch Massimo Cacciaris 1994 erschienenes Buch Geophilosophia dell'Europa, also Geophilosophie Europas, bekannt sein. In diesem Werk geht es Cacciari darum, die Einheit und Verschiedenheit Europas zu denken. Die mediterrane Ausrichtung der Geophilosophie wird aber insbesondere von Franco Cassano, Caterina Resta und Francesca Safiotti vertreten. Es sind diese drei Autoren und Autorinnen, mit denen ich mich im Folgenden intensiv beschäftigen möchte. Aber zunächst die Frage, was ist Geophilosophie? Hierzu habe ich eine Stelle aus Deleuze Guattari's Werk Was ist Philosophie, die ich jetzt zitieren möchte. Sie finden das Zitat dann auch in der italienischen Übersetzung. Die Philosophie ist eine Geophilosophie, genauso wie die Geschichte für Brodel eine Geogeschichte ist. Die Geographie
liefert nicht bloß der historischen Form einen Stoff und variable Orte. Sie ist nicht nur physisch und human, sondern mental. Sie entreißt die Geschichte dem Kult der Notwendigkeit, um die Unreduzierbarkeit der Kontingenz zur Geltung zu bringen. Sie entreißt sie dem Kult der Ursprünge, um die Macht eines Milieus zu bejahen. Aus diesen Formulierungen geht zunächst einmal hervor, dass für Deleuze-Guattari ein Zusammenhang zwischen der Geographie und der Philosophie besteht. Um diesen Zusammenhang, der vielleicht zunächst einmal auch verblüffend scheinen kann, zu unterstreichen, beziehen Sie sich auf einen der größten Mittelmeerforscher überhaupt, nämlich auf Ihren Landsmann, den französischen Historiker Fernand Braudel. Fernand Braudel hat eine monumentale Mittelmeermonographie geschrieben, in der er davon ausgeht, dass die geografische Beschaffenheit des Mittelmeerraums die Geschichte dieses Mittelmeerraums determiniere. Also es sind die geografischen Fakten, die letztlich die Geschichte formen. Für ihn, also für Braudel, ist die Geschichte des Mittelmeers ein Resultat seiner besonderen Geographie. Und in Analogie zu Braudel behaupten Deleuze und Guattari, dass das Denken immer mit einem Milieu verbunden sei, dass es also einen Ort habe, der es beeinflusse. Außerdem kann man dem Zitat noch entnehmen, dass die beiden das geografische, raumbezogene Denken in der Tradition Braudels in Stellung bringen gegen eine teleologisch ausgerichtete Philosophie nach Art Georg Friedrich Wilhelm Hegels. Für Hegel wirkt in der Geschichte der Menschheit nämlich eine verborgene Vernunft, der menschliche Geist, der im Lauf der Zeit immer mehr zu sich selber komme. Auch für Hegel war die Geographie wichtig und auch für ihn besitzen die Orte des Denkens eine Bedeutung. Das kann man einem kurzen Zitat aus seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie nachlesen. Es ist uns nicht darum zu tun, den Boden als äußeres Lokal kennenzulernen, sondern den Naturtypus der Lokalität, welcher genau zusammenhängt mit dem Typus und Charakter des Volkes, dass der Sohn dieses Bodens ist. Dieser Charakter ist eben die Art und Weise, wie die Völker in der Weltgeschichte auftreten und Stellung und Platz in derselben einnehmen. Für Hegel besitzen Völker also einen besonderen Charakter. Und dieser Charakter ist das Produkt der Geographie, des Raumes, in dem sich die Völker eben bewegen, in dem sie leben. Und mit diesem spezifischen Charakter leisten sie einen Beitrag zur Geschichte der Menschheit. Hegel erkennt also die Bedeutung der Geographie zwar an, er löst sie aber in der Zeit auf. Denn seiner Meinung nach ist es die Geschichte, die am Ende zur Befreiung des Geistes führen wird. Die Orte sind nur als Funktionen der Geschichte wichtig. Und nur die Geschichte besitzt eine innere Notwendigkeit. Sie besitzt ein Ziel. Gegen diese Art der Geschichtsphilosophie und ihre Metamephysik hat sich besonders vehement Friedrich Nietzsche gewendet. Und die Abwendung von der Metaphysik und der Geschichtsphilosophie geht bei Nietzsche einher mit einer Zuwendung zur Erde. Die leibliche und ästhetische Erfahrung des Irdischen wird bei ihm enorm aufgewertet. Er betont die Notwendigkeit, für die Erde zu sorgen. Nietzsche ersetzt daher die teleologische Abfolge von Kulturen, wie sie in Hegels Geschichtsphilosophie dargelegt wurde, durch ein ideales Nebeneinander des Verschiedenen in einem einzigen mentalen Raum. Dadurch löst er also die Geschichte durch eine mentale Geographie ab. Der Nietzsche-Forscher Stefan Günzel beschreibt das so, ein kurzes Zitat. Nietzsche betrachtet Kulturen als Klimate, als kontingent nebeneinander liegende, permeable Atmosphären, nicht mehr als notwendig aufeinander folgende geschlossene Epochen. Zitat Ende. Und weil das so ist, können Kulturen bereist werden.
wie Räume. Und sie tragen zur Entwicklung des eigenen Erfahrens und Denkens der reisenden Person bei. Nietzsche entwirft sich deshalb mentale Landschaften als Metaphern für Denkhaltungen und Denkexperimente. Zum Beispiel imaginiert er sich in Zarathustra in den fernen Orient. Es gibt aber auch einen atlantischen Nietzsche, der den Aufbruch in das Unbekannte und Neue preist. Und es gibt den mediterranen und italienverliebten Nietzsche, der den Süden mit einer Emanzipation des unterdrückten Leibes verbindet. In dieser Tradition Nietzsches stehen letztlich auch Deleuze und Guattari. Obwohl sie vielleicht den Eindruck erwecken könnten, durch das Zitat auch von Brodel, als sei das Denken geografisch determiniert, betonen sie doch gleichzeitig auch die Unausweichlichkeit der Kontingenz, also des Zufalls, die dem Denken erst Freiheit gibt. Für Deleuze und Guattari wird das Denken zwar von seinem Ort geprägt, aber nicht determiniert. Daraus erklärt sich die kritische Form der Geophilosophie, die eben immer auch zu einer Hinterfragung des Milieus aufgefordert ist, in dem sich ein Denken vollzieht. Zusammenfassend halte ich diese ganz kurzen Bemerkungen, aus diesen kurzen Bemerkungen über die Geografie, halte ich folgende Merkmale fest. Die Geophilosophie impliziert eine Ablehnung der Geschichtsphilosophie und Metaphysik und eine Bejahung der Kontingenz, der räumlichen Ordnungen und letztlich des Irdischen. Sie impliziert eine Anerkennung der Vielfalt von Kulturen oder Milieus, die gleichzeitig in nicht reduzierbarer Weise nebeneinander existieren. Die Geophilosophie nimmt die Freiheit in Anspruch, auf geografische Metaphern für mentale Vorgänge zurückzugreifen, weil Nietzsche eben geografische Räume wie der Ozean, das Mittelmeer, Italien, Griechenland oder der Orient. Bei Deleuze und Guattari sind es eher abstrakte topologische Metaphern, das Plateau oder das Rhizom und ähnliche Begriffe. Und schließlich fordert die Geophilosophie den kritischen Blick auf Machtverhältnisse zwischen Orten beziehungsweise zwischen Territorien. Und damit sind nicht nur geografische Territorien im engeren Sinn gemeint, sondern auch metaphorische Territorien, Ideologien, Ökonomien und so weiter. Das Zeug können wir nun daran gehen und die Geophilosophie des Mittelmeeres, wie sie sich bei den drei genannten italienischen Denkern und Denkerinnen ausgeprägt hat, betrachten. Vorab noch eine Bemerkung. Für die Bewertung der Geophilosophie ist es aus meiner Sicht notwendig, darauf zu achten, a, wie in einem geophilosophischen Text das Verhältnis von Determination und Freiheit gedacht wird und b, wie stark die zugrunde gelegte Geografie ausgeprägt ist. Ein Autor oder eine Autorin nur abstrakte über Mittelmeer, der Atlantik? Oder beachtet er oder sie auch die feineren Binnendifferenzierungen, die es innerhalb solcher Blöcke gibt? Diese beiden Kategorien, einerseits das Anerkennen von Freiheit statt Determination und zweitens die Binnendifferenzierung statt der bloßen Konfrontation von Blöcken, scheinen mir unabdingbare Voraussetzungen für ein anspruchsvolles geophilosophisches Denken zu sein, dann muss sie es ermöglichen, der Komplexität der Wirklichkeit gerecht zu werden. Ich komme zu Franco Cassano, Il pensiero meridiano, also das südliche Denken. Der Titel Il pensiero meridiano lehnt sich an einen berühmten Text von Albert Camus an, also einem französischen Philosophen, der bereits in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts verstorben ist. In dem großen Essay Camus, L'homme révolté, also der Mensch in der Revolte, gibt es eben einen Abschnitt, La pensée de midi. Und generell, nicht nur in diesem Abschnitt, sondern überhaupt im L'homme révolté, hat Camus das Denken des Südens vor allem gegen das deutsche Denken in Anschlag gebracht.
Camus glaubte, dass die Deutschen, und der bezieht sich hier natürlich auf die große Tradition, darunter Hegel, den wir schon genannt haben, also dass die Deutschen zur Abstraktion und zur Metaphysik neigten. Und dass sich das Denken des Südens im Gegensatz dazu mit dem Sinnlichen und Konkreten befasse. Camus stellt also das deutsche Systemdenken eines Hegel oder Marx dem mediterranen Denken gegenüber, welches an der Natur und der Begrenzung, also dem mediterranen Maß, eine Begrenzung findet. Cassanos Konzeption ist strukturell mit derjenigen von Camus verwandt. Aber Cassano wählt einen anderen Ausgangspunkt. Ihm geht es vor allem um eine Rechtfertigung des Südens, und zwar insbesondere des italienischen Südens, der heutzutage ein schlechtes Image hat. Bei Cassano konvergiert der Begriff des Südens mit dem Begriff des Mediterranen. Er behauptet, dass sich nach dem Zweiten Weltkrieg das industrialisierte, kapitalistische und fortschrittliche Italien, also Zentralitalien, Norditalien, mit Schaudern von seinen mediterranen Wurzeln abwende, weil den Durchschnittsitalienern und Italienerinnen das Mittelmeer als Inbegriff der Rückschrittlichkeit, des Verbrechens, der Armut und der Desorganisation gelte. Stattdessen schaue der Italiano Medio nach Norden beziehungsweise nach Westen, also in die USA. Italien sehe sich deshalb, so argumentiert Cassano weiter, gar nicht primär als mediterranes Land, sondern vor allem als ein Land, das eben nach Norden strebe und in dem bestenfalls der Süden mediterran sei. Bloß im Bereich des Tourismus, also wenn man eben in Urlaub fährt, sei das Mediterrane mit einem positiven Image versehen. Gegen diese Geringschätzung des mediterranen Südens schreibt Cassano also an. Und er tut dies, indem er die dem Süden zugeschriebenen Eigenschaften ins Positive umwandelt. Das negative Vorurteil gegenüber der südlichen Faulheit wird bei Cassano zu einem Lob des langsamen Ganges. Die technologische Rückständigkeit wird als Ausdruck eines tieferen und humaneren Wissens und der Mangel an Kapital als Ausdruck einer angeblich humaneren, vormodernen Wirtschaftsweise aufgefasst. Interessant an Cassano ist, dass bei all dem weniger der reale Süden unserer heutigen Zeit Gegenstand ist, sondern vielmehr ein idealisierter Süden, der immer wieder mit Griechenland als Inbegriff des Pensiero Meridiano verbunden wird. Also, und das ist schon bemerkenswert, ist eigentlich sein Süden vor allem mit dem antiken Griechenland verbunden. Grundlegend für die mediterrane Lebenserfahrung ist dabei der Kontakt von Meer und Land. Ganz besonders die griechische Kultur, das griechische Denken geprägt habe. Vom Mittelmeer im Allgemeinen, besonders aber von der Ägäis, gelte nämlich, dass das Meer trenne und zugleich auch verbinde. Denn das Land bleibt immer in Sichtweite. Ein Zitat aus Il Pensiero Meridiano: Il mare Egeo e il Mediterraneo si limitano invece a separare le terre, fissano una distanza che non è mai la dismisura dell'oceano, essi sono una discontinuità forte fra le terre, ma non il loro abbandono senza orientamento. Also im Wesentlichen sagt er hier, dass eben die Ägäis und das Mittelmeer im Allgemeinen die Länder zwar trennen, aber niemals in dem unendlichen Ausmaß, in dem unermesslichen Ausmaß des Ozeans. Das Meer ist bloß, also quasi ein kleiner Bruch zwischen den Ländern, aber man verliert das Land nie aus den Augen. Der Begriff des Maßes,
der hier implizit eine Rolle spielt, den Begriff und diese Gegenüberstellung von Ozean und Mittelmeer übernimmt Cassano einerseits von Camus, aber auch von dem im Übrigen sehr problematischen deutschen Rechtsphilosophen Carl Schmitt, auf den ich aus Zeitgründen aber nicht näher eingehen kann. Nur so viel möchte ich anmerken, dass Schmitt in einer kleinen Schrift mit dem Titel Land und Meer eine geophilosophische Studie vorgelegt hat, in der er behauptet, dass die Geschichte der Menschheit durch den Zugang zu den Meeren überhaupt erst ihre Dynamik gewonnen hätte. Dabei stellt er die Binnenmeere wie das Mittelmeer den offenen Ozeanen entgegen. Der Ozean steht für ein entgrenztes Streben nach Eroberung, Gewinn und bedingungsloser Erkenntnis. Das Mittelmeer dagegen wirkt begrenzend und humanisierend. Diese Unterscheidung und Gegenüberstellung greift Cassano auf und führt den Gedanken weiter. So habe die geografische Beschaffenheit des Mittelmeeres dazu geführt, dass sich bei den Griechen eine höchst individualistische Welt sich entwickelte. Diese gehe einher mit der Ausbildung einer solidarischen und gastfreundlichen Haltung gegenüber den Menschen. Also der Widerspruch zwischen Individualismus auf der einen Seite und Solidarität und Gastfreundschaft auf der anderen. Der Grund dafür bestehe darin, dass die durch die geografische Struktur der Ägäis, die anderen Völker immer in Sichtweite seien. Das Mittelmeer relativiert damit jeden Anspruch auf ein absolutes Wissen oder eine absolute Wahrheit und widersetzt sich der Homogeneisierung von Identitäten. Cassano assoziiert mit den geografischen Räumen spezifische Mentalitäten, Philosophien und Ökonomien. Während der Mittelmeerraum in seiner ursprünglichen Form ein Raum der Nähe und des Kontakts bei gleichzeitiger Bewahrung von Distanz sei, stelle der ozeanische Raum das Reich der vollkommenen Maßlosigkeit dar. Er wird daher zur Metapher der großen Finanz- und Handelsmächte, zunächst des britischen Empires und dann der USA. Darüber hinaus aber auch zur Metapher der Globalisierung. Heutzutage sei diese ozeanische Mentalität auch im mediterranen Süden allgemein als Maßstab anerkannt. Es bedürfe daher einer Besinnung auf den ursprünglichen mediterranen Geist, um Widerstand gegen diese atlantische Globalisierung zu leisten. Es gibt aber noch eine dritte Partei in diesem Spiel bei Cassano. Auf der anderen Seite nämlich ist da Deutschland, das zwar im 20. Jahrhundert zu einer führenden ökonomischen und technologischen Macht in Europa aufsteigt, aber nur über eine relativ kleine Küstenlinie verfügt, die einer relativ großen Landmasse gegenübersteht. Deutschland wird daher den Mittelmeerländern ebenso entgegengesetzt wie den ozeanischen Staaten Großbritannien oder USA. Für Cassano ist Deutschland, der sich dabei auf Alberto Savinio beruft, ein theokratischer Staat. Zitat: Questa terra circondata dalla terra, questa terra al quadrato fa sì che in modo paradossale il cuore dell'Europa ospiti con i tedeschi gli asiatici d'Europa. Ich möchte diesen Kommentar über Deutschland nicht weiter kommentieren. Zu der Formulierung gli asiatici, die mehr als die Hälfte der Menschheit unter einen entdifferenzierenden Oberbegriff zusammenfasst, sei nur so viel gesagt. Sie demonstriert, dass letztlich der Anspruch Cassanos an begriffliche und geografische Differenzierung relativ gering ist. Und das kann nicht unbedingt als gutes Zeichen für seinen Pensiero Meridiano gelten. Kommen wir zum Punkt. Cassanos Buch zeigt exemplarisch, welche Gefahren einer Geophilosophie des Mittelmeeres drohen können. Stereotypisierungen und Enddifferenzierungen werfen nämlich ein schlechtes Licht auf sein Projekt. Der italienische Philosoph Francesco Maria Tedesco
hat an dieser Art des Mediterranismus eine scharfsinnige Kritik geübt und eine Reihe von Einwänden formuliert. Tedesco schreibt zum Beispiel, völlig zu Recht, dass es wenig sinnvoll ist, in einer durch und durch globalisierten Welt noch von der Existenz eines südlichen Denkens in einer reinen Form auszugehen, denn dieses Denken entsteht ja häufig erst nachträglich als Reaktion auf Zuschreibungen aus dem Norden und als Reaktion auf die Globalisierung. Auch sind die Ökonomien der Welt, des Südens und des Nordens, längst in einer Weise verflochten, die eine klare Trennung gar nicht mehr möglich macht. Nicht ganz zu vergessen ist auch, dass der Monotheismus aus dem Mittelmeerraum stammt und damit eine Ausprägung von Religion, die einen durchaus absoluten Wahrheitsanspruch erhebt und im Übrigen auch einen Geist-Körper-Dualismus erzeugt hat, der sich vielleicht mit der Begeisterung für das Körperliche und der Humanität Cassanos immer verträgt. So ist auch die Unterdrückung des Anderen, die für Cassano eine Konsequenz des Ozeanischen bedeutet, im Mittelmeer kein Fremdkörper. Man denke nur an die arabische Expansion seit dem 7. Jahrhundert im Mittelmeerraum, an die Kreuzzüge, an die französische Unterwerfung Algeriens, an Mussolinis Faschismus und so weiter. Auch überzeugt wenig, dass Cassanos Mittelmeer anscheinend ausschließlich aus Süditalien und Griechenland besteht, während andere Länder die entscheidende Bedeutung hatten, man denke etwa an Frankreich, an das Osmanische Reich oder an Spanien, bei ihm gar nicht vorkommen. Ich komme zu Katharina Rester. Katharina Rester argumentiert anders und doch vorsichtiger als Cassano. In ihrem Buch Geophilosophia del Mediterraneo, an dem natürlich auch der Titel meines Vortrags angelehnt ist. Im Vorwort dieses Buches benennt Katharina Rester den autobiografischen Ort, von dem aus sie auf das Mittelmeer blickt. Die in Messina geborene Autorin beschreibt die inneren Widerstände in ihrer Heimat, als sie nach Jahren der Wanderschaft durch Europa und Norditalien wieder nach Messina zurückkehrt, wo sie ihre Professur antritt. Die Versöhnung mit ihrer Herkunft gelingt ihr erst durch die intellektuelle Beschäftigung mit dem Mediterranen. Das erlaubt ihr, ihre Wurzeln wiederzufinden und sich endgültig in Messina anzusiedeln. Für Rester enthält die Geophilosophie also die Antwort auf die Frage nach der Möglichkeit, wie man in der modernen Welt Wurzeln schlagen kann. Und sie enthält auch eine Kritik an den entwurzelnden Wirkungen der Globalisierung. Der Wert der Geophilosophie besteht laut Rester darin, die noch bestehenden Kulturen mit ihren jeweiligen Besonderheiten zu bewahren, sie vor dem Zugriff eines entdifferenzierenden Globalen zu beschützen. Und sie zählt übrigens auch ausdrücklich die Migration, jedenfalls die zu starke Migration, als eine Bedrohung solcher entdifferenzierende Gefahr auf. Die Aufgabe oder die Tätigkeit der Geophilosophie ist, wenn ich das richtig verstehe, wie Rester das formuliert, letztlich rückwärtsgewandt. Sie bedeutet einen strukturellen Konservatismus, der die Gefahr des Stillstands beinhaltet, was Rester im Übrigen selbst bemerkt. Deshalb betont sie auch die Notwendigkeit, die richtige Balance zwischen Individualität und Offenheit, Identitätsbewahrung und Veränderung zu bewahren. Und genau diese Balance sei eben für die mediterranen Gemeinschaften so charakteristisch. Gerade weil diese Balance im Mittelmeer immer wieder gelungen sei, stellt sie das Mittelmeer als ein Modell für Europa vor. Denn auch Europas Aufgabe
des Stier, nur eben in einer größeren Skala als im Mittelmeerraum, darin, Einheit herzustellen, ohne die Pluralität der Europäer jedoch zu leugnen. Ebenfalls aus Messina oder ebenfalls in Messina wirkend ist Francesca Saffioti, die ein sehr interessantes Buch zu diesem Thema geschrieben hat, mit dem Titel Geofilosofia del Mare, Tra Oceano e Mediterraneo aus dem Jahr 2007. Sie argumentiert anders als Cassano und Katharina Rez dar und stellt den performativen Charakter der Geofilosophie heraus. Und das ist wirklich ein Fortschritt. Mit dem Begriff des Performativen meint man in der Kulturwissenschaft die Erzeugung, die Konstruktion eines Gegenstandes durch die Weise, wie über ihn gesprochen wird. Während Cassano und partiell auch Resta dazu neigen, die Zuschreibung von Eigenschaften an geografische Räume zu essentialisieren, untersucht Saffioti die Konstruktion geografischer Metaphern. Dadurch nähert sie sich Deleuze und Guattari an und auch Nietzsche. Sie behauptet also, dass geografische Fakten in Texten zu historisch kontingenten Vorstellungsbildern kondensieren. Erst in der kulturellen Vermittlung wird die Geografie also für Gruppen oder Gemeinschaften bedeutsam. Das erklärt ihre Wandelbarkeit und ihre wechselnden Bedeutungen. Jetzt kommt ein längeres italienisches Zitat, das ich im Anschluss für diejenigen, die das nicht verstehen, noch einmal kurz paraphrasieren möchte. Se l'oceano dei Greci è piatto, sferico, senza inizio né fine, esso è anche ciò che dà origine alla terra la circoscrive. L'assenza di limite dell'oceano è il carattere contro cui ciò che è articolato, differente, vivente, si deve stagliare, pagando il proprio venire alla luce con il perire, con la mortalità che accompagna ogni finitezza. L'oceano cosmico dei Greci non è vuoto, privo di qualità, ma le produce mantenendosene distinto. Eppure nella raffigurazione moderna dell'oceano, a prevalere sembra essere l'assenza di qualità piuttosto che la loro condensazione in origine comune. Controposto ad ogni determinazione, l'oceano moderno diventa lo spazio dell'esclusione, dell'isolamento, dell'impossibile coesistenza con l'altro. Also hier unterscheidet sie im Prinzip zwei Arten, den Ozean zu denken, nämlich den der Antike, also der Griechen, und den Ozean der Moderne. Und während der griechische Ozean umgrenzt ist und insofern also finit, ist der Ozean der Moderne grenzenlos und tendiert dazu, Differenzen auszulöschen. Saffioti übernimmt also einerseits die Gedanken, die wir bei Schmidt und Cassano gefunden haben, aber sie betont deren Metaphorizität. Saffioti unterzieht also die Ozeanmetaphorik einer Historisierung. Der Gebrauch der Metapher ist abhängig von den Personen oder Gesellschaften, die sich zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse auf der Grundlage der Geografie ihre geistige Welt erzeugen. Es ist also nicht der Ozean, der die Rede über ihn determiniert, und es ist natürlich auch nicht das Mittelmeer, das die Rede über es determiniert, sondern es sind die sozialen Akteure, die sich von der sie umgebenden Natur ein Bild machen, sie mit Bedeutsamkeit versehen. So entstehen kulturelle Semantiken des natürlichen Raums, die zugleich ästhetische und ethische Implikationen beinhalten. Für mich folgt aus dieser Betrachtungsweise eine wissenschaftliche Verpflichtung, geografisch-kulturellen Metaphern kritisch zu betrachten, ihre Genese nachzuzeichnen und immer zu reflektieren, welche Funktion das Argumentieren mit Konzepten des Mediterranen, des Ozeanischen und so weiter jeweils besitzt. Und damit komme ich auch schon zu meinem Schluss.
und einigen knappen Schlussfolgerungen. Es hat sich gezeigt, dass die Geophilosophie des Mediterranen die Gefahr von Essentialisierungen mit sich führt, die der Abgrenzung und Ausschließung dienen. Einerseits also schon Brückenbildung innerhalb des Mittelmeers, aber Abgrenzung zum Außen. Statt diese Essentialisierung weiterzuführen, tut also zunächst eine Kritik des Mittelmeerdiskurses Not. Kritisch zu befragen ist die Rede von der Mediterranität vor allem wegen ihrer höchst geringen Differenziertheit nach innen und außen. Nach innen fällt zum Beispiel auf, dass bei keinem der hier genannten AutorInnen der Mittelmeerraum als Ganzes in den Blick kommt. Die einschneidende Rolle Frankreichs wird darin nicht erwähnt. Auch gibt es keine intensive Auseinandersetzung mit dem Islam oder mit der Rolle des Monotheismus. Grobe Vereinfachungen finden sich auch nach außen, nach Norden oder nach Westen. Binäre Oppositionen, hier der humane Süden, dort der inhumane Norden, atlantische Entwurzelung versus mediterrane Verwurzelung, Langsamkeit versus Schnelligkeit, sind von geringer Komplexität und lassen sich ohne große Mühe schnell dekonstruieren. Vor allem ist auch die Verweigerung gegenüber der Gegenwart bemerkenswert, in der autochthone Lebensformen doch immer mehr aufgesaugt werden. Eine Entwicklung, gegen die mediterrane Griechenland-Nostalgie nichts ausrichten kann. Gleichzeitig führt es auch zu einer Blindheit gegenüber der Entstehung neuer Lebensformen und neuer Protestbewegungen, die sich gegen die Herrschaft der Finanz und die Zerstörung der Welt wenden, ohne dabei auf doch eingeschränkte Konzepte des Mediterranen zurückgehen zu müssen. Heute entstehen planetarische Bewegungen und alternative Konzepte, für die das Mediterrane keine exklusive Gültigkeit mehr besitzt. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass die Geophilosophie des Mediterranen und das Nachdenken über das Mittelmeer seine Berechtigung verloren hätte. Es muss sich aber dringend modernisieren, indem die Vernetzungen des regionalen Mittelmeerraums mit dem Planeten herausgearbeitet werden. Nur so wird das Mittelmeer weiterhin einen Beitrag zur Gestaltung der Wirklichkeit leisten können. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Grazie di cuore, Steffen Schneider, perché questo percorso critico attraverso la geofilosofia che soprattutto comprende il problema della stereotipizzazione, come abbiamo sentito, che si è in un qualche senso rilevato di essere il rischio di un pensiero che concepisce le mentalità o anche le identità in un modo piuttosto essenzialistico, nel senso che dà per scontato queste mentalità e anche identità invece di concepire anche le processualità e altri aspetti che entrano in queste costruzioni. Dall'altro lato ci ha fatto anche vedere il focus sul appunto della geofilosofia che mette anche in evidenza il essere costruzioni di questi concetti. Quindi nel tutto il discorso metaforico o nella riflessione dell'uso delle metafore all'interno della geofilosofia ci sono anche altri approcci sul problema. Io, come forse sentite, avrei tante cose da chiedere a Steffen Schneider. Dobbiamo rimandare tutto questo alla prossima sua visita a Venezia e noi intanto vi aspettiamo sul nostro canale YouTube per le nostre prossime iniziative e quanto prima anche di nuovo qui a Palazzo Barbarigo della Terrazza. Ganz herzlichen Dank, Steffen Schneider, für diesen kritischen Gang durch die Geophilosophie, die insbesondere, wie du dargestellt hast, das Problem der Stereotypisierung mit sich bringt. Es hat sich also erwiesen,
dass die Geophilosophie dieses Risiko eingeht, insofern sie zum Beispiel Mentalitäten und Identitäten auf eine essentialistische Art konzipiert, also als etwas Gegebenes betrachtet und weniger die Prozessualitäten und die Konstruiertheiten solcher Begriffe in den Blick bekommt. Auf der anderen Seite wurde aber auch gezeigt, der Fokus genau auf diesen Konstruktcharakter solcher Konzepte, etwa anhand der Gebrauch der Metaphern und der Reflexion der Metaphorizität in diesem Konzept der Geophilosophie. Ja, ich habe es eben gerade schon gesagt, wie Sie sicher merken, ich hätte ganz viele Fragen zu stellen, aber das verschieben wir jetzt auf den nächsten Besuch von Steffen Schneider in Venedig, auf der bestimmt kommen wird und auf den ich mich schon sehr freue. Wir erwarten Sie inzwischen zu unseren folgenden, zu unseren nächsten Veranstaltungen auf dem YouTube-Kanal und hoffentlich auch ganz bald wieder hier bei uns im Palazzo Barbarigo della Terrazza. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Grazie dell'attenzione, grazie dell'ascolto, una buona serata. Einen schönen Abend Ihnen allen.